Ja, moin, moin, der große Rote hier. Oh, es geht endlich weiter. Ja, wir gucken uns, oder wir fangen heute an und gucken uns den 20-Züge-Guide zu Heilbronn der Alten an, mit ihrer Fraktion Haganef. Vorher aber nochmal, ne, vielen lieben Dank für die ganzen aufmunternden und netten Kommentare. Das tut tatsächlich sehr gut, sowas. Wenn man gerade so ein bisschen der Mindset struggelt, nicht so ganz viel geschissen kriegt im Leben, wenn man dann so ein bisschen, na, bisschen moralischen Support, geistigen Support bekommt von euch, hat mir sehr geholfen. Mir geht es tatsächlich relativ gut wieder. Jetzt muss ich den ganzen anderen Kram noch wieder auf die Reihe kriegen, ne? Wohnung etc. Das schleift halt alles so ein bisschen. Aber ja, dann ne, nochmal einen herzlichen Dank an der Stelle. War mega cool von euch. Und wir machen jetzt mit der guten Hellebrunn weiter. Ah, ihr seht sie schon im Hintergrund. Ah, wir wechseln von der Mama zur Oma. Ja, es ist so ein kleiner Insider-Joke, ne? Das ist hier Klein Malekith und dann Mama, Oma und so weiter. Dann kommen auch die Onkel. Egal. Ja, die gute Hellebrunn, die Alte, sitzt relativ weit oben in Naggarond. Sie hat auch wieder einen Fokus auf eine Einheit, die kennt ihr schon. Ich habe es bei der guten Morati schon gesagt. Kein Freund von diesen Hexen, hexenartigen Einheiten. Sie kommt hier mit den Schwestern des Gemetzels um die Ecke. Ist einfach die falsche Einheit, wenn man gegen sehr viel Fernkampf spielt. Wir haben sehr viel Fernkampf bei uns im Gegner, also in gegnerischer Reichweite. Wir haben zwar auch ein bisschen nahkampforientierte Sachen, vor allem am Anfang müssen wir gegen Orks ran. Aber ich bin da einfach kein lustiger Freund. Die gute Haganef, ich muss auch nochmal gucken, wo ich die Einstellung einer eingestellt habe. Es ist schon ein Weilchen her, dass ich das hier gezockt habe. Jo, ist drin. Gut. Nee, das ist die falsche. Ist zwar auch sexy, aber ja. Na, ihr seht es halt hier schon. Heldenaktion, Todeshexen. Also mehr Heldenkapazität für Todeshexen. Das sind zwei Assassinen-Einheiten, auch so gar nichts meint. Sklavenkosten für Opfer des Kane, Einkommen durch Sklaven. Das ist ja alles so ein bisschen generisch. Wir werden vor allen Dingen, also das kann ich euch nur schon mal voraussagen, baut diese Henker von Haganef. Aber wir fangen ja erstmal an. Ja, wir sitzen sehr nah neben Naggarond. Das heißt, wir haben ein ähnliches Early Game, beziehungsweise ein ähnliches Early Mid-Game. Unsere größten Feinde sind natürlich Valkyr. Ne? Wenn Valkyr steil geht, wird es ein kleines Problem. Wir haben nicht so das Problem, dass wir zwischen Zwerg und Valkyr sitzen. Ja, es ging zwar relativ gut letztes Mal bei Naggarond, aber glaubt mir, das ist nicht immer so. Sondern wir sitzen zwischen Alice Anar und Valkyr Schrägstrich Sigi. Das sind so unsere drei Main-Gegner am Anfang. Da muss man auch mal ein bisschen gucken, wie man das gemanagt bekommt. Vor allem Alice Anar ist ein großer Wackelkandidat unter uns. Der kann relativ stark sein, der kann aber auch verkacken. Wenn der verkackt, ist das natürlich sehr geil für uns. Wenn der schnell groß wird, ist das mega nervig, weil Alisa Nahe nur mit seiner Mechanik, mit seiner unsichtbaren Schleicherarmee und so weiter relativ gut ist gegen Dunkelelfenarmeen tatsächlich. Da müssen wir wieder ein bisschen Kavallerie etc. bauen. Schwarze Archen wären sehr, sehr wichtig auf ihr, weil sie nämlich genau diesen Breaking Point, also diese, sagen wir mal, die See schützen können zwischen Alice Anars Gebiet und unserem Gebiet. Werden wir gleich sehen, das ist quasi Wasser dazwischen. Ja, dann haben wir auch noch eine Spezialmechanik mit Heilbronn die Alte. Ne? Ich empfehle euch natürlich, guckt in die Videobeschreibung, guckt euch den Heilbronn die Alte Guide an, damit ihr hier oben wisst, wie das funktioniert. Mit dem Blutvergießen. Wir haben nämlich eine besondere Mechanik hier oben. Da können wir die Todesnacht auslösen. Und wenn wir die Todesnacht auslösen, ich werde euch das Stück für Stück zeigen. Ihr seht, da gibt es erstmal Boni. Na, wir sind momentan auch auf Roh. Das heißt, hier oben gibt es Boni, abhängig davon, wie hoch die, ja, die Blutreserven sind, könnte man sagen. Momentan sind wir noch bei Froh. Ihr seht schon hier, ne, Kontrolle, Führerschaft, physische Resistenz für Hexenkriegerinnen. Für Hellebronn, Schwester des Gemetzels, Todehexen. Hier interessieren uns eigentlich nur die Henker von Haganef. Wie gedacht, die finde ich geil. Der Rest ist eher so. Ja. Und hier haben wir auch schon ganz oben. Aktive blutige Reisen leiden nicht unter aktive blutige Reisen leiden nicht unter Verschleiß durch Fahnenflucht. Dann können wir hier quasi auch auf Blutkönigin hochholen. Das wäre dann der maximale Punkt. Dafür müssen wir aber Sklaven opfern. Hellebronn, die Alte, ist tatsächlich sehr, sehr sklavenhungrig. Ja, vor allem, weil wir schon gesehen haben, wir kriegen mehr Einkommen durch Sklaven. Das heißt, wir wollen eigentlich Sklaven haben, damit wir dadurch Geld generieren können. Wir brauchen die Sklaven auch, aber für allen durch anderen. Na, sorry, ich bin noch ein bisschen
Ah, ne, Schnupfen und so. Ja, dann auch hier, ne? Mega, mega, mega wichtig, die schwarze Arche. Sie hat es euch ja gesagt. Der Wasserweg hier unten, na, ihr seht es halt, es ist komplett Wasser dazwischen. Und hier unten, da steht da, Nagaroth wird wahrscheinlich unser Hauptgegner werden, abhängig davon, wie sich die ganze Chose hier entwickelt. Ja, fangen wir mal an. Wir starten hier mit so einem komischen Assassin. Kein, so komischen He Todeshexe, es ist kein Assassine, sondern eine Todeshexe. Ja, ich bin einfach kein Freund von diesen Einheiten. Na, das ist halt einfach. Ist ganz nett, aber die ist hier mehr für die Passive drin als für alles andere. Ja, dann wollen wir mal. Ihr könnt euch schon mal einstellen, die Kämpfe gegen die Orks wären richtig knackig. Na, also Orks sind so ein. Ja, sind schon fast ein Hardcounter im Early Game für uns. Da sie eine schöne Mischung besitzen aus großen Infanterieregimentern, wo unsere Dunkeldor nicht ganz so gut sind gegen unsere Fernkämpfer. Wir sind eher, ne, also die Trolle und die Kavallerie, die hat nicht zu lachen gegen die Dunkeldorn, aber diese Boys-Infanterie, vor allen Dingen, wenn das eine Fullstack nachher später wird, und das wird später eine Fullstack werden, holla die Waldfee, ne? Also, ihr seht das auch schon am Auto-Resolve, habt das ja schon gesehen. Das war definitiv kein Zuckerschlecken. Das ist ja auch kein Zuckerschlecken. Wir gucken mal, ob wir sie gelockt bekommen. Das wäre nämlich relativ gut. Wir können ja als Flanke den Stein benutzen. Das heißt, wir können uns nämlich hier einmal hinstellen. Einmal hier die, weil er zweimal Kavallerie hat. So, mal gucken. Eventuell, wenn wir auch hier oben noch einen hinstellen. So, lieber so. Ja, die Henker können wir mal in die Mitte hinstellen. Mal her. Wir machen mal hier. Also die Henker sind wirklich absolut unsolide Einheiten. Ne? Also das ist unser Kern. Das ist das, was im Early Game wirklich carried. Vor allen Dingen mit der physischen Resistenz, die wir noch mit dazu kriegen, Immun gegen Psychologie. Die Haganef-Henker sind wirklich mega, mega gut. Und ein bisschen aufpassen, dass die Kavallerie uns hier nicht mobbelt. Hier wieder aufpassen, Schwestern des Gemetzels und Schützen vertragen sich so gar nicht, weil keine Rüstung etc. Ja, kann sein, dass wir die Gegner wahrscheinlich locken müssen. Wir gucken mal, ob er kommt, aber wahrscheinlich müssen wir so locken irgendwie. Ja, er kommt nicht. Schade. Ja, gut. Dann können wir die Position hier hinten vergessen. Das heißt, wir laufen hier mal vor. Ja. Hellebont, die Alte, ist eine okayische Nahkämpferin. Ihr seht das hier schon. 80 Nahkampfangriff, 50 Nahkampfabwehr. Sie bringt Armor-Pressing mit. Das Problem ist, sie ist so eine Hexen. Tante. Das heißt, wir haben keine Rüstung, sondern wir kommen über unsere physische Resistenz. Das ist ganz okayisch. Aber hier drüben steht halt auch ein Ork Warboss. Das heißt, das 1 gegen 1 gegen den Ork Warboss wird ihr definitiv wehtun. Das, was wir hier haben, ist relativ geil. Das ist ein Buff. Das heißt, wir wollen mit der Guten eigentlich immer in der Masse stehen. Ne? Wir wollen immer. Nee, die wollte ich nicht. Wir wollen immer im Knubbel mit der sein. Das ist ihre Stärke quasi. Durch den Buff. Ihr seht schon, wir gibt im AOE-Bereich Nahkampfangriff, Waffengrundschaden, Rüstungsschutz, Waffen. Macht aber auch Randale. Das muss man ein bisschen aufpassen. Das sorgt nämlich dafür, dass die eigenen Einheiten in Randale verfallen. Und zwar sofort in Randale. Das heißt, ihr dürft das nicht einsetzen, wenn Bogenschützen in Reichweite sind. Das heißt, wenn ich da jetzt drauf drücke, ihr seht es halt hier, Effektreich 35 Meter Reichweite. Wenn ich da jetzt drauf drücke, sind meine Bogenschützen mit drin. Und das will ich definitiv nicht, weil dann rennen meine Bogenschützen nämlich in den Nahkampf. Das heißt, das, was man immer ein bisschen machen muss, bei Hellebron die Alte, man, Alter, nee, wir können hier stehen bleiben. Bullshit. Wir müssen immer ein bisschen warten, bis die Nahkämpfer wirklich, sagen wir mal, ein bisschen separiert sind von den Bogenschützen. Sonst rennen euch eure eigenen Bogenschützen mit in den Nahkampf. Da muss man ein bisschen aufpassen. So. So. Jetzt können wir hier vorne natürlich nichts mehr steuern. Ne? Das ist der Nachteil. Ihr könnt nämlich nichts mehr ansatzweise.
Wir rücken mal weiter vor. Naja, das ist natürlich jetzt uncool, dass die ohne Armor vorrennen. Schicken die mal noch mit dahin. Aber die dürften schon fast aufgeraucht sein. Das ist gut. Ja, hier kann ich nicht reinschießen. Das ist eine ganz dumme Idee. Wie gesagt, ne, ihr seht das schon. Henker von Ganef sind jetzt nicht die, sagen wir mal, ne, was heißt, Henker von Ganef, ihr seht schon, die Orc Boys sind jetzt nicht die schwächsten Einheiten. Ja, wenn wir das hier sehen, 1 gegen 1, verlieren unsere Truppen gegen die normalen Ork-Einheiten. Und ihr seht auch hier vorne, also jetzt können wir hier vielleicht mal gucken, ob wir ein bisschen was reinbekommen. Ihr seht ja schon hier vorne, ne, die Henker von Ganef. Das ist nicht so, dass die Ork-Einheiten nichts austeilen. Das ist dann, daraus entsteht ein sehr lustiges Problem. Wir müssen noch den, wir holen uns mal noch den General da. Daraus entsteht ein sehr, sehr ulkiges Problem. Und zwar ist die Infanterie stärker der Orks als unsere Infanterie. Das mag auf dem ersten Blick ein bisschen komisch erscheinen, ne? Warum haben die jetzt so viel Schaden bekommen? Obwohl die ja eigentlich nur gegen Ork Boys gekämpft haben. Aber ihr müsst euch das mal angucken. Also, A, waren da auch noch Trolle dazwischen, ne? Das ist auch immer noch so eine Sache. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Aber unterschätzt die dämlichen Ork Boys nicht. Ne? Das ist, also, da müsst ihr wirklich aufpassen, wenn ihr da bloß so eine, oh, das sind ja bloß ein paar Ork Jungs, und da guckt euch das an, ne? Die, das ist halt, also, das tut halt schon weh. Ne? Das waren jetzt nicht alles Henker von Haganef und so, aber auch sowas wie Warbosse und so. Wenn die da einmal, das ist, ne, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen das Problem. Ihr seid ein, also, ne, da müsst ihr echt aufpassen als Startgegner. Die Orks sind echt unangenehm. Gegen die Orks wären wahrscheinlich am besten die Hexen. Ihr wollt aber nicht so viele Hexen bauen, da die Orks ja eigentlich nur ein Sprungbrett sind. Ne, die Orks sind ja eigentlich nur, macht sie noch schnell platt, und dann geht's ja auch schon weiter gegen andere Fraktionen. Da muss man immer ein bisschen, ja, ein bisschen aufpassen. So, wir nehmen ja natürlich das mit, ne? Verlustverstärkungsrate und Gefangene. Wir nehmen überall Gefangene mit, wo wir Gefangene herkriegen. Mega, mega wichtig. Wir brauchen jede einzelne Sklave. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir das ausrauben können. Boah, ich mache mal einen Quick-Save, aber wir sollten das ausrauben können. Ja, hier niemals auf Auto-Resolve drücken. Macht das niemals. Die Orks haben ein super starkes Out-Resolve-Value, was Schaden bei euch angeht. Ihr müsst wirklich sehr viel manuell spielen. Und ihr müsst ein bisschen die, ihr müsst hier ein bisschen schnell sein. Ihr dürft euch mit Hellebron die Alte nicht so viel Zeit lassen, da die Orks wirklich Armeen aufbauen können, was total ridiculous ist. Das heißt, ich kann mal gucken, wenn wir, also, ob wir das sehen, ob wir lang, ob wir quasi zu langsam in Anführungszeichen sind. Aber wenn wir zu langsam sind, ne, kommt halt immer darauf an, wie die KI rumspringt und wie sie reagiert. Aber wenn wir zu langsam sind, dann werdet ihr das sehen. Dann bauen die wirklich Armeen auf, wo dann teilweise Schwarzorks und Spinnen und weiß ich was alles drin ist. Also, ne, wir reden hier nicht von Einheiten, die man normalerweise im Early Game hat, sondern da ist wirklich Wumms dahinter. Ja, auch hier wieder, da gucken, dass wir hier ein bisschen aufgeteilt bekommen. Und dann gehen wir hier einfach. Wir gehen hier mal von hier hinten rein. Weil wir hier nicht über den Hügel hoch wollen. Ja, sonst wie bei allen Dunkelelfen, ne? Dieses klassische Dunkelelfensystem, die Dunkeldorn machen so viel Eigenbeschuss. Und da die Dunkeldorn halt echt absolute Mörder sind, was Schaden angeht, ihr verliert halt sehr viele Einheiten durch Eigenbeschuss. Das ist wieder so dieses Dunkelelfenproblem. Keine Ahnung, warum das bei den Dunkelelfen so extrem ist. Also da fällt es halt sehr extrem auf bei den Dunkelelfen, da viele andere Fernkampffraktionen nicht unbedingt Armor-Piercing im Early Game haben. Na, da fällt das dann nicht so sehr auf. Zwerge zum Beispiel, ja, Zwergen-Armbrustschützen oder auch Imperiale etc. Da ist halt nicht so dieser Armor-Piercing-Fokus da. Das heißt, wenn da mal was in die eigenen Truppen geht, wird das immer nochmal gegen die Rüstung abgerechnet. Und vor allem bei Zwergen merkt man da halt nicht viel. Da, naja, Zwerge haben halt eine krasse Rüstung. Ja, das ist halt, da merkt man halt nicht so ganz.
So, wir hopsen hier mal rein. Wir ziehen hier mal vor. Ja, das ist jetzt nicht berauschend schwierig, es sind halt nur Globus. Ah. Wir killen die Fernkämpfer. Unterschätzt niemals die Goblin-Fernkämpfer. Wirklich, wirklich böse. Wir schicken mal die andere Einheit nach vorne. Die hier drüben brauchen definitiv den Buff. Die kümmern sich jetzt um die Schützen. Boah. Dann hier einfach durchbraten. Und dann hier rüber. Und das war's dann auch schon. Bloß die Schützen ausstellen. Die machen nur viel zu viel Eigenschaden. Ja, das ist so ein bisschen das Problemchen. Na, ihr seht es halt hier, also sie machen halt nicht Schaden. Ne? Das sind jetzt. Die haben zwar nur gegen die gekämpft, gegen die Schreckensschwere, aber das ist halt eure Main-Infanterielinie. Na, also, das ist so dieses, vor allen Dingen, wenn die dann noch den Ward zwei, dreimal ziehen können, ne, wenn die Schlachten lange ziehen, dann kommt ihr zwar auch an eure Spezialfähigkeit ran, aber der Ork kann halt dann mehrmals auf den War-Button drücken. Das ist immer so, ihr wollt eigentlich keinen langen Kampf gegen Orks führen, weil ihr seht schon, wo das Problem liegt. Na, Hellebron ist echt ein bisschen knifflig. Ja, ihr seht schon hier, wir kriegen überall die gleichen Sklaven. Ah, hier kriegen wir aber nicht die minus 30, deswegen rauben wir das hier nur aus. Deswegen habe ich gerade geguckt, ob wir noch rankommen und besetzen das dann. Ihr seht, Verlustverstärkungsrate ist ganz okay. Vor allen Dingen, da wir ja einmal durch das Plündern, also durch das Ausrauben Verlustverstärkungsrate mitgenommen haben und wir haben halt auch die Hexe. Das heißt, das ist also das Erste, was ich hier mache, Truppen auffüllen. Die ist eigentlich nur dafür da, weil. So krass wird die nicht, dass die wirklich eine Gefahr wird für die Ork-Generäle. Es sind halt immer noch Ork-War-Bosse, ne? Mit denen ist halt nicht zu spaßen. Und auch später, wenn wir gegen Sigi oder gegen Valkyr kämpfen, ist das halt nichts, was ihr an den gegnerischen Helden ranlassen wollt. Ihr werdet einfach über den Jordan gezimmert. Ja, also hier das ganz Klassische. Fangen wir hier die beiden an. Und dann gehen wir nachher weiter. Ja, was rekrutiert man denn jetzt? Wir brauchen tatsächlich nicht ganz so viele Speere. Wir wollen tatsächlich mehr Düsterschwerter in dem Szenario haben. Speere ist immer eher so ein Ding, wenn wir eher defensiv halten wollen. Ihr habt es gesehen, das funktioniert gegen die Orks nicht. Na, ihr habt gesehen, die Speere haben ganz gut gelitten gegen die Ork-Boys und selbst gegen die Goblins haben sie Schaden bekommen. Wir wollen aggressiv gegentraden und dafür sind die Düsterschwerter besser in dem Szenario. Normalerweise baut man immer die Schreckensspeere und baut dann die Dunkeldorn, weil die Schreckensspeere mehr aushalten defensiv. Aber wir wollen gegen die Orks tatsächlich, weil wir die Düsterschwerter haben, weil wir im Nahkampf uns, sagen wir mal, nicht zusammenschlagen wollen. Wir wollen nicht ins Hintertreffen gelangen. So, dann machen wir das hier natürlich noch fertig. Hier kann man jetzt überlegen, ne? Also die Frage, geht man jetzt hier für Wachstum, geht man hier für Luxusgüter? Das gucken wir uns erstmal an, wie unsere Beziehungen aussehen. Ja, wir gucken jetzt erstmal, okay, wie sieht's aus? Wie ist hier so der generelle Stand? Das heißt, wir kennen erstmal ein paar Dunkelelfen-Fraktionen, das heißt Nagarond, Markons, ja, das ist auch eine Fraktion, mit der man relativ schnell ein Bündnis eingehen kann. Wir wollen die Finger lassen von den Dingern hier. Warum wollen wir die Finger von denen lassen? Die werden von Valkyr aufgeraucht und wir wollen uns mit Valkyr so spät wie möglich anlegen. Ja, wir wollen erst, dass wir hier irgendwo alles halbwegs sichern und wir müssen gucken hier unten, wie sich der Hochelf entwickelt. Aus dem gleichen Grund lassen wir die Finger von der Fraktion, weil die von dem Hochelfen entweder A aufgeraucht wird oder B so stark wird, dass wir danach immer noch Handel mit denen treiben kann. Aber erstmal Piano. Hier sehen wir auch schon, haben da Armee platt gemacht. Ne? Die haben halt einfach mal 5 Städte am Anfang, die Fraktion. Da kommt ordentlich was an Armee. Ne? Also ihr könnt hier locker noch eine Fullstack erwarten. Das ist nicht berauschend wenig, was hier an Truppen kommt. Dementsprechend kann man jetzt.
für zwei Sachen argumentieren. Man kann argumentieren, man baut hier das Ding rein, für Ressourcenproduktion Wein versucht ein Handelsabkommen zu machen. Wir sind gar nicht so weit entfernt vom Handelsabkommen, wie wir gerade gesehen haben mit Nagarond, dass wir quasi Geld verdienen, ohne Sklaven zu benutzen, weil, glaubt mir, ihr braucht jede Sklaven, ihr braucht hier alles, weil spätestens, wenn wir hier auf angesehen runterhopsen oder wir müssen gucken, also allerspätestens, wenn wir bei verbittert sind, wollen wir definitiv die Blutnacht machen, die Todesnacht machen, damit wir wieder nach oben switchen. Aber eigentlich wollen wir hier oben so schnell, also so weit wie möglich oben bleiben, einfach weil es uns die Kontrolle und Führerschaft gibt. Ne, und ihr seht auch schon Verlustreduzierung und so weiter. Dieses aktive blutige Reisen, allein Verschleiß ist eher irrelevant erstmal im Early Game, da wir noch keine Reise haben, damit noch nicht aktiv spielen. Ne, wie gesagt, hier verweise ich auf mein Haganef Guide, damit ihr wisst, wie das Ganze funktioniert. Das werden wir erst im späteren Spielverlauf brauchen, aber wir wollen hier so oben in diesem grünen Bereich bleiben, damit wir diese Boni abgreifen. Dementsprechend haltet euch immer so, ne, sind hier am Anfang kosten 500 Sklaven. Behaltet euch immer so ein bisschen die Sklaven im Hintergrund auf. Wir machen erstmal so Sammelwirtschaft, könnte man sagen. Ja, dementsprechend, ne, wir haben noch zwei schöne Spezialgebäude, die sind aber alle erst Tier 5, das heißt, bis dahin interessiert es erstmal überhaupt nicht. Sind auch, sagen wir mal, okayisch, sind jetzt nicht weltbewegend. Ihr seht schon einmal das Henker von Haganef quasi, Spezialgebäude, und einmal das Todeshexengebäude. In die Richtung geht das. Dann kann man sich jetzt ein bisschen überlegen, was macht man jetzt. Ich bin ein großer Freund davon, ne? Ihr habt das auch schon bei Malus Düsterklinge gesehen, sich Geld durch die Handelsgüter zu holen. Einfach weil die Handelsgüter keine Sklaven brauchen und wir als Dunkelelfen mit Sklaven halt vor allem im Early Game so viel A brauchen und B machen können. Ne? Wir haben hier die Erlasse, die wir machen können. Ne? Hier gibt es nochmal Waffenstärke gegen Hochelfen und so weiter. Das wird. Ihr seht schon, in welche Richtung wir eigentlich wollen. Wir wollen hier oben eigentlich nur alles sichern und dann runter nach Ulfum. Na, das ist so der Main-Part. Im Endeffekt wollen wir hier oben halbwegs solide sein, sicher sein, keine großen Kriegsgegner mehr haben. Hier unten die Hochelfen rausgekickt oder auch noch die Toten, die Untoten, je nachdem, wie das da steht. Und dann wollen wir eigentlich nach Ulfum. Ne? Also unser Main-Ziel hier unten ist Ulfum. Wir wollen in Ulfum rein, wir wollen dort Stress machen. Es wird halt auch supportet durch unsere Todesnacht-Mechanik. Da wollen wir definitiv hin. Ja, ne, wie gesagt, ich bin ein großer Freund davon, Geld zu machen, ohne Sklaven auszubrauchen, weil wir halt die Sklaven für allen möglichen Shit brauchen. Ne? Vor allen Dingen das hier, ihr kennt das Opfer für Cain, mega, mega mäßig geil. Das ist vor allen Dingen, wenn wir einen sehr langwierigen Krieg führen, sehr viele Kämpfe hintereinander führen oder sogar zwei Krieger in der Backe haben, kann der sehr viel wegmachen. A, durch den guten Spell, den wir bekommen, und B, halt durch die Verlustverstärkungsrate und auch nochmal mehr Gefangene, mehr Einkommen. Also das ist wirklich ein sehr, sehr mächtiger Spell. Hat auch 40 Runden Cooldown. Das ist so. Ne? Und so wie wir einen Hafen haben, wollte ich auch Schwarze Eichen haben. Ne? Den Hafen gibt es hier unten. Und wenn wir Nagra einnehmen, haben wir unseren schwarzen Hafen. Ja, das ist so ein bisschen. Ja, dementsprechend kann man jetzt argumentieren, was man machen wird. Wenn ihr die Hexen spielen wollt, ist tatsächlich das gar keine, sagen wir mal, so schlechte Idee gegen die Orks. Wie gesagt, ne, die Orks sind sehr nahkampffokussiert. Da scheinen diese Hexenkriegerinnen, das ist ihr Job, ne, diesen Nahkampf-Nahkampf-Feind, den mögen sie sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, ne, mit dem Hexengebräu und so weiter, wenn man das aktiviert, weil ich euch noch gar nicht gezeigt, die Fähigkeit in der Schlacht. Aber vor allem, wenn man das nochmal reinhaut, machen die halt ordentlich Schaden. Sie kommen mit einer hohen physischen Resistenz, was heißt hoch, aber ne, es sind halt so, naja, es sind halt so Trade-off-Einheiten, die verdammt viel austeilen, aber auch relativ gut aufs Maul bekommen. Das passt aber ganz gut, weil die Ork-Boys nämlich genauso aufgebaut sind. Ne? Die Ork-Armee ist halt so auch aufgebaut, sie kann sehr, sehr gut austeilen, kriegt aber dementsprechend auch aufs Maul. Und so sind das quasi zwei Einheiten, deswegen auch, ne, Schwertkämpfer über Speerträger, die sich gegenseitig quasi wegprügeln. Und wenn wir unsere Einheiten noch ein bisschen unterstützen, ein bisschen mit diesen Einheiten rumspielen, kommen wir halt relativ gut, also können wir relativ gut wegtraden an den Gegnern. Das liegt vor allen Dingen hier an, ne, das ist also das Ausweichen, ist die physische Resistenz. Es liegt halt einfach an der Kombo, ne? Raserei plus physische Resistenz ist halt einfach gut. Wir können den Gegner halt einfach schneller töten, als er uns Schaden machen kann. Das ist. Na, und dann haben wir auch noch Gift dabei, das heißt, der Gegner macht nochmal weniger. Wir haben auch mal Bonus gegen Infanterie. Also, wenn man mal Hexen spielen möchte, dann kann man das quasi hier machen. Ja, das wäre eine Möglichkeit zu bauen. Wirtschaft ist natürlich immer eine andere Möglichkeit, vor allen Dingen hier oben Wachstum. Ihr kennt mich, ich bin ein großer Wachstumsfreund, deswegen werden wir auch Wachstum bauen. Und wir bauen das hier aus, vor allen Dingen,
Wir wollen nicht unbedingt die besseren Einheiten haben, ne? Also ich werde jetzt hier keine Dunkeldorn mit Schilden rekrutieren. Ist gegen Goblins überhaupt nicht nötig. Gegen Orks, sondern ich will die Meister haben. Die Meister sind relativ gut. Das sind Einheiten, die A, gut gegen große Feinde sind. Das heißt, wenn der gegnerische General schon auf dem scheißen Schwein sitzt, na, dann zählt er als groß. Oder selbst so gegen große Kavallerie können wir da, also gegen Kavallerie können wir damit machen. Außerdem sind das sehr, sehr tankige, sehr, sehr solide Frontline-Unterstützungseinheiten. Ne, ihr seht's, hohe Fatal-Nahkampf-Abwehr, also hohe Nahkampfabwehr, gute Rüstung, ne, Bonus gegen große Feinde, Armor-Piercing. Also das sind wirklich sehr, sehr gute Einheiten. Die gefallen mir meilenweit besser als diese komischen Hexenkriegerinnen oder Assassinen und so Bullshit. Also ich kann halt mit diesen Einheiten nichts anfangen. Ja, hier mal die Frage, was nimmt man hier? Nimmt man hier Wachstum? Nimmt man hier Dings mit? Wir müssen uns das mal angucken. Wir haben quasi eine Vierer-Provinz fertig. Na, wenn wir hier das haben, haben wir eine Vierer-Provinz und wir werden hier diese beiden Städten haben. Wir werden wahrscheinlich nicht die gefrorene Stadt bekommen. Da sitzt meistens dann Sigi drin. Wir können Sigi angreifen, wenn wir das wollen. Das ist aber immer ein bisschen abhängig. Das müssen wir dann entscheiden, wie sich das hier unten aussieht und entwickelt. Kommt Valkyr nicht und so weiter und so fort. Also das ist noch Zukunftsmusik. Wir haben eigentlich hier eine relativ safe Stadt. Also, was heißt Stadt? Relativ safe Provinz, wenn Valkyr nicht kommt. Deswegen kann man hier auch für Wachstum gehen und mal gucken, ob man die nebenstädtischen ausbaut. Ne? Dann könnte man das Hauptstadt, also das Rekrutierungsgebäude zum Beispiel hier raus und in so eine Nebenstadt oder so reinmachen. Ihr seht auch, wir haben hier zwei Handelsgüter in der, Stadtprovinz. Hier unten nochmal zwei Handelsgüter. Das heißt, wir haben jetzt dann vier Handelsgüter in einem relativ kompakten Raum. Dementsprechend, na, kann man jetzt überlegen, ob man sagt, man nimmt hier noch mal ein bisschen Geld mit oder man sagt, hier nimmt hier Wachstum mit. Das ist mehr so ein bisschen persönliche Sache. Man kann natürlich auch sowas hier mitnehmen, ne? Also bei Dunkelelfen ist das wirklich immer sehr viel persönliche Präferenz. Ich persönlich mag das Wachstum einfach bei den Dunkelelfen, vor allen Dingen bei ihr, da ich nicht so viele Sklaven ausgeben möchte fürs Wachstum. Normalerweise kann man mit den Sklaven später, so sagen wir mal so ab Midgame, wenn man genug Sklaven hat, kann man das Wachstum relativ weit ignorieren, weil man sich ja einfach 50 Wachstum holen kann, 5 Runden, ne, das sind 250 Wachstumspunkte. Das sind halt einfach, es ist halt einfach schon ein bisschen Bevölkerungsüberschuss. Ne? Wenn wir hier sehen, wie viel brauchen wir? Wir brauchen 125 für einen Bevölkerungsüberschuss. Da kann man halt schon mal 1, 2 Bevölkerungsschuss relativ schnell generieren, um die Städte so auf Stufe 2, Stufe 3 auszubauen. Für, sagen wir mal, für 3 muss man vielleicht schon ein bisschen sparen. Ne? 3 geht noch, aber für 4 und 5 muss man dann schon ein bisschen Wachstum sparen. Aber wir wollen wirklich die Sklaven haben, weil wenn wir zu viele haben, dann wollen wir immer hier drauf drücken auf die Todesnacht, weil uns das A uns hier wieder auffrischt, ne? Und außerdem kriegen wir eine Bonusarmee etc. Ne? Schaut euch die Mechanik an, wie das Ganze funktioniert. Ja, machen wir weiter. Na, siehst du, Fehler gemacht. Erster Fehler schon. Wir wollen einen zweiten General rekrutieren. Wir brauchen hier einen zweiten General auf jeden Fall. A, wollen wir relativ früh an Magie rankommen. Ne? Wir haben halt keine Möglichkeit, so früh an Magie ranzukommen. Und die zweite Sache ist, wir brauchen einen Opferklaus. Hier drüben wird sich nämlich jetzt eine Armee aufbauen, die eine Fullstack ist. Und die, wenn man Pech hat, mit ziemlich geilen Einheiten besetzt ist. Die muss nicht immer gute Einheiten haben. Ich habe auch schon Spielstände gehabt, also Sachen gespielt, wo man klar. Super. Ja, ihr seht schon, ne? Ich hatte es ja gesagt, wir wollen hier runter, aber das kann ja mal sowas von knicken. Ja, ne? Ihr seht halt hier schon, wo die hinwollen. Das sind jetzt so Quests, die sorgen dafür, dass diese Blutnacht-Sachen nicht unter ein bestimmtes Minimum fallen können. Ne, ihr seht das halt hier, der Todesnachtbalken kann nicht unter eine höhere Mindeststufe fallen, aber das ist natürlich weit, weit weg. Ne? Also, pff, das ist nicht Ding. Also, ne, erster Fehler. Holt euch auf jeden Fall eine Zauberin und dann müsst ihr ein bisschen überlegen. Gegen Orks gibt es ein paar gute Alternativen. Was natürlich immer geil ist, ist Feuer. Na, Feuer ist eine schöne Sache, vor allem wenn wir was mit List haben. Na, wir wollen gucken, dass wir was mit List auf jeden Fall haben. Wir gucken aber noch einen anderen listigen. Nee, also wir wollen was mit List haben, da es auf dem Hinterhalt hinauslaufen wird. Deswegen macht Feuerlist hier sehr schön. Es macht alles Sinn, bis auf Bestien. Und schwarze Leere. Ne, die beiden Sachen machen so gar keinen Sinn. Tod ist auch eher
okayisch. Wenn ihr es euch holen könnt, also wenn ihr gar keinen Listigen habt, ist es egal. Aber wenn ihr es schafft, einen Listigen entweder in Schatten oder ein Feuer zu haben, wäre das super, super gut. Das wäre perfekt, weil die Schulen halt gut sind. Wenn ihr, sagen wir mal, nur einen Listigen habt in der schwarzen Magie, dann nehmt auf jeden Fall den Listigen. Ja, also der Listige hat hier obere Priorität. Wenn ihr keinen Listigen habt, dann nehmt am besten Feuer oder Schatten, ne, je nachdem nach persönlicher Präferenz. Das sind die besten Sachen gegen Orks. Ne, der brennende Schädel ist sehr, sehr gut gegen diese ganze leicht gepanzerte Ork-Boys-Linien. Wir werden immer große Linien ziehen. Da kann man sehr gut diese brennenden Schädel durchjagen. Das tut den Orks mega, mega weh. Auch die Führerschaftsmale, die draufkriegen. Ne, deswegen kann man auch für tot noch ungefähr ein bisschen argumentieren. Man kann damit den Single-Target-Entities downdrain, die Helden und Kommandanten. Und hat dann noch ein bisschen Buffs und Debuffs für die ganzen Orks, das ist auch okay. Aber ne, Schatten und Feuer ist so das, was wir haben wollen. Wir haben ja sehr viel Glück. Wir nehmen das hier natürlich. Die Listige. Die nehmen wir. Das heißt, wir wären hier auch nochmal. Ja, die hätten wir halt jetzt natürlich schon hier vorne. So, dann kann ich euch mal zeigen, wie das Auto-Resolve Value aussieht. Ihr seht, Auto-Resolve Value niedrige Verluste. Na, guckt euch das an. Wir spielen hier auf sehr schwer, sehr schwer. Niedrige fucking Verluste. Na, ihr wollt nie auto-resolven gegen Orks. Vergesst das. Guckt euch die Kills an, was hier die Goblins ist. Das ist lächerlich. Na, ihr wollt nie auto-resolves gegen Kills machen. Ihr wollt nie auto-resolve gegen Orks machen. Warte mal, ich muss mal mein Discord ausmachen. Na, nur zum Beispiel, macht das nicht. Na, ich mache das hier jetzt einfach mal für Forstierungszwecke. Außerdem weiß ich, dass ich hier die Regeneration habe. Dass ich die, wenn die Armee wieder hier unten ankommt, full life ist. Ja, ich kann mir das hier jetzt leisten durch die Regeneration. Das heißt, ihr könnt das natürlich machen, wenn ihr die Freiheit habt und wisst, ihr könnt euch regenerieren, dann könnt ihr das gerne machen. Aber ich würde euch empfehlen, wenn ihr die Schlachten spielt, wenn ihr, ne, die Option habt, die Schlachten zu spielen, dann spielt die Schlachten bitte. So, Hellebron die Alte ist eine relativ interessante Idee, also eine relativ interessante Kommandantin, was das Skillen angeht. Ihr seht schon, sie hat quasi nur einen klassischen Nahkampfbaum mit Heldenstoß am Ende und hier unten Blutraserei, was ein Buff ist, der sich mit Zeit zu Zeit steigert. Je länger wir im Kampf besinden, desto besser wird die ganze Chose. Das ist so wie die Barbarenmechanik, also bei den Norskern, ne? Das heißt, je länger wir uns im Kampf befinden, desto höher kriegen wir quasi Buffs. Das heißt, die ersten 30 Sekunden, dann kriegen wir Stufe 1, dann nochmal 30 Sekunden kriegen wir Stufe 2, dann nochmal 30 Sekunden kriegen wir Stufe 3. Und dann seht ihr immer, das ist 0 bis zu 25%. Das heißt, es fängt dann immer wieder an, sich neu aufzuladen und wird halt dann besser. Und wenn es dann bei Stufe 3 ankommt, fängt es bei Stufe 1 wieder an. Nach 45 Sekunden Cooldown. Das läuft quasi einmal durch, dann habt ihr 45 Sekunden Cooldown und dann fängt es wieder von vorne an. Ist ganz okayisch. Hier muss man jetzt ein bisschen darüber reden, wie wollen wir die gute Helleborn aufbauen in ihrem Spezialbaum. Müssen wir ein bisschen hingehen. Und zwar hat Helleborn, ne, fängt ja immer an mit Geschossresistenz, physische Resistenz für die Henker, super, super geil und auch für die Hexen. Und dann hat die gute Helleborn, sagen wir mal, ist ihr Baum zweigeteilt. Sind einmal selber Buffs für sich. Das ist hier hinten. Da kriegst du nochmal Bonus gegen Infanterie und Ansturmbonus. Und quasi das hier oben, wo sie ihre eigene Fähigkeit verbessert, ne? Kriegt mehr Einsätze, Abklingzeit und so weiter. Oder sie bufft quasi so ein bisschen die Armee. Ne? Da gibt es ja nochmal Nahkampfabwehr, Nahkampfangriff für die Hexen und die Henker von Haganef. Plus hier nochmal ein bisschen was auf der Gefangenenkarte, auf der Schlachtfeld quasi, Einkommen, fraktionsweit nochmal, ne? Loyalität für neue Rekruten und so weiter und so fort. Plus hier hinten dann die Blutkönigin, was es nochmal Regeneration verlangt. Das heißt, man kann tatsächlich, wenn man das möchte, sie zu einer recht soliden Nahkämpferin ausbauen. Sie wird nie die tankigste sein. Ne, ihr müsst aufpassen, wenn ihr gegen sowas wie Ziggy oder Valkyr kämpft. Die wird euch trotzdem über den Jordan jodeln. Ne, also das ist halt einfach eine Kategorie höher. Aber sie kann eine sehr solide Nahkämpferin sein. Wenn ihr sie darauf spielen möchtet, dann natürlich nehmt den roten Baum. Ne, es geht den roten Baum durch.
Ich bin ein großer Freund davon, weil wir so viele Einheiten davon am Anfang haben, die Linienbrecher zu nehmen. Na, das macht einfach unsere gesamte Linieninfanterie, also wir haben nur Seeschrecken, also Schreckensspeere, Düsterschwerter, ne? Das ist so das, was wir am Anfang haben. Main-technisch ist irgendwie fast 90% unserer Armee. Ich bin ein großer Freund davon, die Sachen zu buffen. Das ist aber wieder persönlich. Na, das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Es gibt ja kein richtig und kein falsch. Ihr müsst aber natürlich, wenn ihr sie auf Nahkampf skillt, müsst ihr auch dafür sorgen, dass sie in dem Kampf, im Kampf, in der Schlacht, die richtigen Ziele angreift. Das heißt, ihr wollt sie auf, sagen wir mal, Elite-Infanterie schicken, die ihr schnell tot machen wollt, ne? Vor allem mit dem Gift. Das heißt, ihr könnt die gleichzeitig debuffen und gleichzeitig durch einen hohen Schadensoutput könnt ihr versuchen, sie zu töten. Na, sowas wie zum Beispiel Schwarze Orks. Ihr könnt versuchen, sie gegen die Helden und Kommandanten zu schicken. Das ist bei Orks immer so ein bisschen, es ist immer ein zweischneidiges Schwert, weil so ein Ork-Boss, Ork-Warboss auch sehr gut austeilen kann. Aber zusammen in Kombination vielleicht mit einer Infanterie kann man auch relativ gut Bosse und also Helden und Kommandanten damit töten. Habt immer ein Auge, ne? Das ist keine, wenn ihr ihn quasi als Nahkämpfer spielt, ist sie keine Kommandante, die man Rechtsklick irgendwo reinschickt und dann vergisst. Die wird das da schon regeln. Nee, die geht euch dann hops. Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Ihr müsst sie so ein bisschen wie eine Assassin spielen. Das heißt, wartet am besten ein bisschen, wenn ihr sie wirklich auf das Nahkämpferin spielen wollt. Wo wollt ihr rein? Versucht die eine, die ihr angreifen wollt, vielleicht erstmal abzulenken, indem ihr normale Infanterie reinschickt und so weiter. Ne? Wie man halt so eine Assassin-Einheit spielt. Dann könnt ihr das machen. Ich bin davon kein großer Freund. Ich mag das nicht. Deswegen wird das bei mir hier erstmal 3 Punkte Linienbrecher werden. Man kann aber natürlich auch hier in den Blauen gehen. Ne? Blitzschlag ist eine schöne Sache. Vor allen Dingen, wenn wir später gegen Alisa Nah kämpfen, ist Blitzschlag eine sehr, sehr schöne Sache. Was man gegen Alisa Nah auch wirklich gut gebrauchen kann, ist flüchtiger Schatten. Vor allem die Abwehr eines Hinterhalts ist relativ geil, weil Alisa Nah nämlich sehr viele Hinterhalte stellt. Außerdem kriegen wir auch nochmal Hinterhalt der Folgechancen. Das heißt, wenn wir Alisa Nah Armee im Hinterhalt erwischen, ist es natürlich viel effektiver und einfacher, die platt zu machen, als wenn wir sie auf offenem Feld erwischen. Das ist so ein bisschen dieses, kann man argumentieren, dass man sagt, man priorisiert hier hinten dieses flüchtiger Schatten. Wenn ihr sagt, ihr habt große Probleme mit Alisana, ihr habt das jetzt schon 2, 3 Mal gemacht und kommt damit überhaupt nicht klar mit dieser Mechanik, die Alisana quasi auffährt. Und dann kann man hier wirklich sagen, schon Level 1 in Anführungszeichen dafür gehen. Ne? Also Level 2 und 3 sind natürlich immer die beiden Punkte. Das ist einfach Pflicht. Da gibt es nie ein Argument, das anders zu machen. Aber danach könnte man gehen, sagen wir, man geht hier straight up blau durch. Ne? Dann würde ich euch empfehlen, packt ihr 3 Punkte in gefürchteter Sklavenräuber rein. Mehr gefangen nach der Schlacht heißt mehr Sklaven nach der Schlacht. Das ist super, super geil. Wir wollen jeden einzelnen Versklaven, der bei der Reine auf dem Baum ist. Und dann setzt er hier irgendwo noch einen Punkt rein. Vielleicht hier bei berüchtigter Plünderer. Und dann könnt ihr quasi hier. Braucht er 4 Punkte, geht er hier rein und dann geht er gleich auf Blitzschlag oder auf flüchtiger Schatten, je nachdem, was euch da interessiert. Ne? Wenn ihr aber sagt, okay, ich habe damit kein Problem, ich versuche das anders zu machen, ne? Man kann auch ein bisschen mit Kavallerie und Co. dagegen arbeiten, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen, wenn wir soweit sind. Ne? Ich bin ein großer Freund hiervon, ich möchte sie nicht als Nahkämpferin spielen, ich spiele sie erstmal als Buff-Support-Einheit und zum Nahkampf habe ich dann zur Not die hier. Ne? Die hat ja bloß einen Nahkampfbaum und das war's dann. Aber das ist wirklich. Extrem krass persönliche Präferenz. Ja, das ist so. So, wir nehmen uns jetzt auch ein paar Einheiten mit, ein paar Dunkeldorn, weil wir definitiv die Dunkeldorn brauchen, wenn wir hier weitergehen, da ich schon weiß, was auf uns zukommen wird. Das wird nicht lustig. Ne, hier kommen halt Schwarzochs und Spinnen aus, also große Spinnen. Ne? Wir reden hier von den Arachnorok-Riesenspinnenviechern, die kommen ja gleich um die Ecke. Höchstwahrscheinlich, ne, wir bauen hier aus, reißen das hier ab, wir werden hier wieder Handelsgut mit reinnehmen. Haben jetzt auch Valkyr getroffen. Da das hier auch nicht mehr lange dauern wird, ne, ihr seht schon minus 2. Das dauert absolut nicht mehr lange. Finger lassen von Grond, absolut keinen Berührungspunkt damit haben wollen. Ja, wir wollen natürlich gucken, wenn wir uns es leisten können, uns gut zu stellen mit Valkyr, wollen wir das natürlich machen. Das Problem ist halt, ne, wenn Valkyr quasi hier unten Grond erobert hat, greift sie entweder Naggarond oder uns an. Und da wir der Spieler sind, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie uns angreift. Müssen wir mal ein bisschen gucken. Wie man das macht, ne? Valkyr ist immer so ein kleiner Wackelkandidat hier unten. Oh, ja, sonst sieht der hier alles schon. Immer mal ein Auge drauf halten, wie sich hier unten Karon-Ka entwickelt. Ne? Die werden verlieren, die werden nie gewinnen. Es kommt immer noch darauf an, wie schnell sie verlieren. Das ist immer ein sehr guter Indikator dafür, wie sich die ganze Chose
entwickelt. Ich meine, Runde 2 kann man dafür noch nicht viel sagen. Das ist alles noch im normalen Bereich, Runde 2. Aber so Runde 4, 5 wird man dann schon sehen. Macht es einen Unterschied? Hat er noch 3 Siedlungen? Hat er noch 2? Oder hat er sogar nur noch eine nach 5, 6 Runden? Dann wisst ihr auf jeden Fall, Eila die Waldfee, der hier unten geht steil. Hoffen wir mal, dass er uns nicht gleich als nächstes überrennt. Ja, das ist so ein bisschen das. Jo, rekrutiert habe ich. Ah, hier reiße ich die Sache ab, um das Handelsgebäude reinzumachen, da ich noch so viele Sklaven wie möglich auf meiner Seite haben will. Und dann werden wir jetzt hier erstmal mit kämpfen. Mit der guten Hellebron, die Alten. Ah, ist ein bisschen schade. Hätte ich hier schon ein Level haben können. Na, bisschen verkackt, wenn ich das letzte Runde rekrutiert hätte, hätte man hier schon noch einen General haben können, dann wäre der jetzt schon ein Level höher. Ah ja, shit happens. Läuft nicht immer alles perfekt. So, wir werden hier in Gewaltmarsch rangehen, weil wir sie mit zum Leveln haben wollen. Na, auch hier wieder spielt es womöglich, also spielt es, wenn es geht, selber. Wir müssten ja sogar eine Stadtverteidigung haben, ne? Ja, genau. Wir haben sogar eine Stadt. Das heißt, hier ist es ein Schützenduell. Ne? Ich habe ja gesagt, ich rekrutiere ein paar Schützen mehr. Das ist relativ gut für diese Stadtduelle. Wir drücken hier trotzdem mal auf Auto-Resolve, weil wir momentan die Verstärkungsrate haben. Ne? Wir rauben das hier aus. Steckt auch mal den Perk hoch. Je mehr Geld wir haben, desto besser. Oh, das war ein Fehler. Ja, da habe ich nicht aufgepasst. Seht ihr? So schnell kann das gehen. Ist aber gar nicht das Problem. Wir bleiben hier erstmal stehen. Da wir ja eine zweite Generälin haben, die das für uns nächste Runde übernehmen kann. Ne, hier erstmal Nahkampfabwehr, wir wollen, dass die überleben. Und sie skillen wir halt voll auf Magie durch. Das heißt, das, was wir nächste Runde machen, ist, wir stellen uns hier nochmal ran. Dann wird sie die Stadt einnehmen und wir werden quasi eins weiter runter marschieren. Wir brauchen aber definitiv auch noch einmal Truppen. Das heißt, wir können die Kanalisierungsstellung hier noch nicht einnehmen. Dann werden wir uns hier zwei Dinger holen. Das heißt, das, was wir immer haben wollen, ist listig. Zwei Helden, listig ist absolut MVP in dem Spiel momentan, also mit der Fraktion. Und dann können wir uns hier noch einen fürs Geländefahren holen. Bösartig brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Dann nehmen wir lieber die Movement Speed mit. Das ist sehr, sehr gut. So, zack, ausbauen. Jo. Na, ihr seht halt, habe ich gerade einen Fehler gemacht. Ne? Hätte ich besetzen müssen. Immer ein bisschen gucken, wie ist die ganze Chose. Ach komm schon, Junge, ich bin hier für einen Handelsvertrag gegangen. Ja. Wir könnten, das, was wir machen könnten, ja, ob ich vorher drauf kommen können, wir gehen hier hin, bieten dir mit Kriegsbeitritt gegen Clan Septic an. Aber Clan Septic wird sowieso platt gemacht von dem, ne? Der hat keine Chance, plus wir steigern unsere diplomatische Beliebtheit und wir wollen das, weil wir einen Handelsvertrag mit ihm wollen. Ja, das ist so ein bisschen der Ziel. Wir müssen halt auch die Ressourcen, die wir hier abbauen, müssen wir halt irgendwo verticken können. Das Schöne ist bei den Ressourcen, zum Beispiel beim Wein, der gibt halt nochmal Kontrolle, was halt einfach dafür sorgt, dass wir selbst auf sehr schwer, ne, mit minus 4, minus 4, also minus 8 insgesamt, können wir das relativ gut gegendrücken. Ist das eine schöne Sache. So, und jetzt wird's gleich lustig. Ich sag euch. Alter, ey. Die Orks hier sind echt eine Hausnummer. Aber wir versuchen es im Hinterhalt. Da muss man manchmal, wenn man nicht ganz so gut ist als Spieler, muss man ein bisschen Safe-Scam machen hier an der Sache. Das, was wir jetzt machen werden, ist, wir werden hier einmal, zack, wir werden das noch einmal so machen. Und dann wird die ganze Chose besetzen. Gibt uns aber auch ein bisschen Level auf Hellebron, die Alte. Ja, macht uns zwar einen Ticken langsamer und für alle, die sich daran erinnern, gesagt haben, was ich gesagt habe, wir wollen eigentlich nicht langsam sein, wir wollen relativ fix unterwegs sein. Das reißt man hier wieder ab, wenn hier was reinkommt, was Sklaven verbraucht, dann ist das Wachstum. So, dann werden wir uns hier noch einmal voll machen. Vier Schützen reichen vollkommen aus. Ich werde mal noch einen Speer mitnehmen. Ich mag das, wenn das so ein bisschen symmetrisch ist in der Schlacht. Na, das ist so ein... Naja,
Ist halt so ein Tick. Ne, hier wieder Verlustverstärkungsrate mit. Ja, und wenn wir jetzt mal hier aufgucken auf die Orks, ihr seht das, wir haben quasi eine Full Stack. Die haben, sagen wir mal, zwei Drittel zu ein Drittel Kampfstärke. Das heißt, ihr könnt erwarten, ihr werdet hier definitiv auch gegen eine Full Stack kämpfen. Warte mal, bitte sag mir, ich bin auf dem richtigen Schwierigkeitsgrad. Ja, genau. Das heißt, ihr dürft ja auch erwarten, dass da eventuell eine Full Stack um die Ecke kommt. Dementsprechend aufpassen. So, was wir jetzt machen können, wir sehen ja halt, ne, wir rutschen hier jetzt schon runter, das ist noch okay. Kostet uns zwar ein bisschen Führerschaft und Kontrolle aller Provinzen, ihr seht das jetzt halt schon, plus 4 Kontrolle geht auf plus 2 Kontrolle, aber das kann man sich noch leisten. Man kann jetzt schon sagen, man triggert die Todesnacht, damit man quasi dann wieder hier aufs Maximum springt. Ich würde mir das aber warten, die Todesnacht aufs quasi Maximum zu ziehen, wenn wir kurz vorm Kampf sind. Warum? Der maximale Punkt hier oben, den haben wir nicht lange. Der ist relativ schnell wieder weg. Und wir haben, wenn wir den maximalen Punkt haben, das, was für uns kampftechnisch sehr, sehr wichtig ist, ist die physische Resistenz 20%. Das heißt, wir haben 20% auf Hellebrand, ne, Hexenkriegerin, den Henker von Haganef. Das sind zwar nicht viele Einheiten, das sind nur drei Einheiten, die das betreffen, aber das macht halt schon einen Unterschied, wenn die mit 20% physische Resistenz um die Ecke kommen oder halt nur mit 5 oder 10%. Ne? Das ist schon ein Unterschied. Wie gesagt, man hätte hier auch ein paar Hexenkriegerinnen bauen können, ruhig. Schwestern des Gemetzels, ne? Das heißt, statt Wachstum hätte man jetzt hier auch was anderes bauen können. Wenn man das gemacht, wenn man das wollen würde, kann man das hier machen. Ist halt auch immer eine Geldfrage, ne? Wenn wir mal gucken. Welches Gebäude war das? Das war das hier, ne? Jetzt dumm. Ja, wo war denn das? Sag mal, das waren doch nicht die, oder? Das waren doch die Kleinhexen. Wo sind denn die scheiß Kleinhexen jetzt so hin? Wie doof. Bin der falsche Stadt. Sag mal, hä? Ich hab's doch gerade eben gesehen. Nee, die kleinen Hexen sind tatsächlich da oben. Doch, das war das. Waren die großen Hexen, ne? Ihr seht halt, die großen Hexen kosten nur 200er, das Ding. Das ist nicht ganz so billig. Im Gegensatz zu einem 113er oder wenn wir hier auf die Dunkeldornkorridor 38, ne? Das heißt, wir können es fast, sagen wir mal, zwei Einheiten, ne? Die hier kosten sogar nur, ja, kosten 113, ja. Wir können fast zwei Einheiten Infanterie rekrutieren oder eine Einheit Hexenkriegerin. Das ist immer so ein bisschen im Early Game, immer ein bisschen das Problem. Ihr seht halt, wir sind jetzt bei 564 Kröten. Ja, wir kriegen noch ein bisschen was, wenn wir den Handelsvertrag hier endlich mal kriegen. Die Arschkrampe hier, weil minus 1 dauert nicht mehr lange. Wir sind zur Not auch immer kaufen, ne? Ihr seht halt ja schon, das ist relativ gut, was wir da bekommen. Vom Geld her. Ja. Aber gut, das Ganze gucken wir uns dann in der zweiten Folge an, wie sich das hier weiterentwickelt. Wie gesagt, na, das ist immer ein bisschen. Also Hellebronn ist wirklich. Es geht wirklich nur darum, ihr müsst das Early Game irgendwie überleben, ihr müsst das Early Game irgendwie geschissen gekriegen. Danach ist das eigentlich eher ein Selbstläufer, ne? Aber ihr müsst das Early Game irgendwie überleben. Und da gucken wir mal, wie wir das nächste Runde machen. Dementsprechend wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein und wir sehen uns in der nächsten Folge.